So, ich begrüße euch recht herzlich hier zum heutigen Landvlog auf meinem Kanal Fabis Landlust. Bevor ich jetzt so zum Wochenbericht komme, was so die Woche passiert ist, ganz kurz eine kleine Information. Und zwar möchte ich mich erstmal recht herzlich bei den 3 neuen Abonnenten bedanken, die mir am Mittwoch noch Abend noch erhalten haben, nachdem das Video online ging. Ich finde es super. Ich freue mich über jeden Abonnent, habe ich jetzt da schon zweimal in den Videos gesagt. Von daher erstmal danke hierfür. So, ja, die Woche über was ist passiert. IHC habe ich immer noch zusammengebaut, weil ich halt immer noch krank war leider. Hör mich immer noch erkältet an, aber so Halsschmerzen sind weg, Nase wieder frei. Wirklich nur noch die Stimme, die ein bisschen eine ganze mitmacht. Ich hoffe, es wird jetzt nicht nochmal schlimmer. Zu dem IHC, die Welle Dichtringe sind ja da, aber die passen leider nicht. Ich habe die richtige rausgesucht, aber ich habe irgendwie die falsche Glyphart bekommen. Das ist natürlich für mich jetzt sehr ärgerlich. Muss ich jetzt mal reklamieren, bisschen was mit dem Lieferanten Kontakt aufnehmen und gucken, was da rauskommt. Ich gehe davon aus, dass ich die getauscht kriege, weil ich kann ja nachweisen, dass ich die anderen bestellt habe, die ich eigentlich auch wirklich brauche. Und von daher bin ich da mal zuversichtlich, dass ich das dann vielleicht doch endlich mal aufs nächste Woche fertig bekomme. Ja, dann habe ich gestern Stiel repariert. Die hat Aussetzer gehabt beim Säge. Da war es halt so, immer wenn man gesägt hat, also ganz am Anfang, wenn man es auch gemacht hat, war es in Ordnung. Dann hat man ein bisschen gesägt, dann hat sie auch angefangen, dass die Leistung verliert, Drehzahl langsam, also abgesunken ist. Und es war einfach nicht mehr schön zu schaffen damit, weil wenn es ein bisschen, wenn es dickeres Holz war, ist es halt wirklich auch fast ausgegangen, wenn man es nicht schnell genug aus dem Holz rausgekriegt hat. Da habe ich Tankentlüftung habe ich sauber gemacht, die war ein bisschen Tank-B-Lüftung habe ich sauber gemacht, da war ein bisschen Dreck drin. Dann hat die auch einen Tank drin unter Druck gezogen, das hat man gemerkt, wenn man Deckel aufgemacht hat, wenn man erstmal gehört, wie die Luft reinpfeift. Dann habe ich Kraftstoffbehälterdeckel gewechselt und Ölbehälterdeckel, das habe ich gemacht, weil die halt nicht mehr richtig dicht waren. Und ansonsten habe ich genau den Kraftstofffilter habe ich noch getauscht, weil der auch irgendwie ein bisschen zu war und seitdem läuft jetzt wieder relativ gut. Habe es jetzt noch nicht im Holz ausprobiert, aber ich merke auch, dass es eine Leerlaufdrehzahl, also Vollgas ohne Lasch, halt wieder ein bisschen höher dreht wie vorher. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es wieder passt. Will ich jetzt am Samstag aber vollständig ausprobieren. Ich hoffe, dass es passt. Wenn ich jetzt weggebe müsste in Werkstatt, wäre das ein bisschen unpraktisch, weil ich ja eigentlich jeden Tag damit rechne, dass mein Holzzettel kommt. Wenn dann die Kette in der Werkstatt ist, dann kann das, wenn es bescheiden läuft, auch 2 Wochen dauern, bis die zurückkommt. Einen Gimbal habe ich jetzt seit dieser Woche. Den habe ich jetzt aber heute noch nicht im Einsatz, weil der noch beim Laden ist und es gerade vom Wetter her günstig war. Keinen Wind gehabt. Dann habe ich gedacht, ich filme jetzt so. Aber spätestens ab dem nächsten Landvlog dann mit Gimbal und GoPro. Und dann wird es auch vom Video her ein bisschen angenehmer, weil ich mag dieses Ruckelige vom Laufen und so. Video finde ich jetzt nicht so schön und ein bisschen angenehmer so zum Zugucken. Da würde mich dann auch ab nächster Woche dann interessieren, wie ihr es findet, ob es angenehmer ist oder nicht. Genau. Was wollte ich noch sagen? Genau, das Wetter. Selbst wenn ich fit gewesen wäre, wirklich was machen kann ich nicht, weil ich gehe mal kurz zurück, das sind ja die Ziegen. Ich zeige es euch kurz. Also hier auf dem Weg, wie man sieht, steht schon das Wasser. Hinter mir auch. Und sogar mittlerweile auf der Ziegewiese, also auf der Ziegeweide steht das Wasser auch schon Zentimeter hoch. Im unteren Teil Ziege. Ihr Unterstand ist noch trocken, über dem Unterstand ist auch trocken. Also von daher, ja, wettermäßig momentan überhaupt nicht wirklich zu gebrauchen. Wasser ohne Ende, entweder Graubel oder Regen, und wenn es kommt, dann kommt es wirklich momentan dicke. Also so wie es momentan ist, ich meine, ihr habt es gerade über den Weg gesehen, selbst wenn er gehen würde, wäre es für mich grenzwertig hier zu fahren, einfach weil der Weg halt auch ein bisschen nach rechts abfällt.
Und dann rutscht er halt, gerade wenn es so feucht ist wie jetzt, kriege ich selbst mit dem IHC nicht wirklich Grip und dass er mir wirklich wegrutschen kann. Und dann steht er neben drin im Acker und dann muss ich wieder zu einem netten Bauer rennen und muss ihm erzählen, dass es mein Bulldog war, der bei ihm das frisch eingesäte ein bisschen demoliert hat. Geschweige denn, dass er mir raushilft, weil ich hier dann ein Problemchen habe, weil ich keinen Allradschlepper momentan habe. Das heißt, ich habe generell keinen, von daher. So. Ja, also wettermäßig momentan echt überhaupt gar nicht meins. Und wenn es mal nicht regnet, dann windet so, dass irgendwelche Äste runterkommen. Das heißt, ich muss auch noch die ganze Pachtfläche kontrollieren, auf Sturmschäden, das Holz wegmachen, wenn Äste runtergekracht sind. Und dann hoffe ich, dass es die Woche mal wieder ein bisschen normaler zugeht, dass das mit dem Regen deutlich weniger wird. Ja, ich habe gestern schon versucht, das Ganze zu filmen, die Zusammenfassung, aber da war es dann einfach so windig, dass man später, wo ich es angeguckt habe, einfach überhaupt gar nichts mehr gehört hat, warum ich mich jetzt auch dazu entschieden habe, das Ganze nochmal zu filmen, weil es einfach, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der vorletzte Landvlog war es, da war es ja auch schon windig, da habe ich es aber im Videoschnitt audiotechnisch so gut wie es ging rausgeschnitten bekommen, aber diesmal war einfach echt gar nichts mehr zu retten, außer Rausche hat man echt gar nichts mehr gehört, deswegen habe ich dann halt jetzt komplett nochmal von vorne angefangen, ja. Das heißt, nächste Woche im Landvlog dann hoffentlich die Zusammenfassung, dass der IHC wieder läuft. Der Funktionstest von der Seilwinde und von der Stiel. Genau, die Öler-Seilwinde möchte ich eigentlich die Woche noch testen, weil die haben wir jetzt für uns auf dem Betrieb frisch. Gebrauchte Maschine, aber ich würde trotzdem gerne mal reingucken, weil wo ich die gekauft habe, konnte mir auch keine vollständige Funktionsprobe machen, weil da halt auch gerade kein Schlepper da war, weil der in der Werkstatt war. Ja. Deswegen, das würde ich mir gerne angucken, dass die wirklich läuft. Zeillänge nochmal messen, dass man ungefähr weiß, wie weit das man ziehen kann. Ich habe euch ja gestern im Vlog erzählt, dass es momentan sehr viel regnet. Ich habe euch ja die Bilder gezeigt vom Weg zu der Ziege. Hinter mir jetzt der Acker ganz in der Nähe von der Ziege. Also, dass hier Wasser steht, das haben wir sehr selten. Und ganz ehrlich, dass hier hinter mir das Wasser über den Strauß läuft und darüber dann im Rinnsal verschwindet, habe ich persönlich noch nie hier gesehen. Es hat heute Nacht mal wieder geregnet, ich habe es noch nicht geguckt, aber ich glaube, es war so um die 20 Liter pro Quadratmeter und wir haben die letzte Woche über schon mehr wie 20 Liter pro Quadratmeter am Tag gehabt. Und deswegen, wirklich, ich habe das Gefühl langsam, wir sind kurz vorm Absaufen. Ja, Regen ohne Ende. Also wir haben auch schon das Thema für den Vlog diesmal. Regen, Regen und noch mehr Regen. Ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Warmes Wetter und Sonne ist mir ehrlich gesagt lieber wie Regen, aber da müssen wir jetzt halt durch. Ich hoffe, es wird besser und ich hoffe, dass es im Frühjahr dann bis zum ersten Schnitt auch öfters regnet wie letztes Jahr, dass ein bisschen mehr Gras wächst. Weil letztes Jahr war es einfach mal wieder definitiv zu trocken und ich hoffe, dass es dieses Jahr deutlich besser wird. Es ist Montag, ich war jetzt gerade bei der Ziege, habe natürlich mal wieder 3 Stück einfangen müssen, weil die 3 kleineren, also die 2 Zwergziege und die kleinere Ziege schon mal wieder stiften waren. Es kommt gerade momentan, wenn es halt wirklich sehr nass ist im Boden, passiert es relativ oft, weil halt mein kompletter E-Zaun das nasse Erdreich ableitet und ich auf dem Zaun an sich selber Strom halt nicht draufhalten kann. Und dann passiert es halt schon mal, dass die Ziegen stiften gehen. Das ist uncool, ich mag das eigentlich auch nicht, aber ich habe leider keine andere Möglichkeit momentan bei dem Wetter. Es ist momentan wirklich sehr eigenem Wasser. Ich habe auf der Ziegeweide wirklich mit einem Spaßwasser draufstehen. Hier rechts neben mir auf dem Acker stehen auch schon die etwas größeren Pfützen. Ja, es ist momentan mit dem Wetter leider echt mehr als unpraktisch. Ich habe gestern nichts mehr aufgenommen. Vorgestern, also am Samstag, wo ich ja den größten Teil vom Vlog beim Gassigehen gedreht habe, ging es dann auch nicht mehr, weil das Wetter einfach vom Winter richtig bescheiden wurde. Regen kam dann auch noch dazu und zwar in so einem Maß, dass ich dann wirklich die GoPro nicht mehr rausholen wollte. Deswegen jetzt heute voll oder recht. Mache mich später noch ans Schneiden und ins Hochladen und dann gibt es am Mittwoch hier den 4. Teil müsste sein vom Landvlog. Ja, ich habe mittlerweile auch die Info bekommen, dass ich meine Wellendichtringe für die IHC getauscht bekomme. Die soll die Woche auch noch kommen. Kann ich eigentlich am Samstag endlich meinen Traktor fertig machen.
Ja. Ja, das wäre sehr cool, weil ja eigentlich wirklich das Holz endlich losgehen soll. Und davor halt, wie gesagt, noch eine kleine Maschine, der ist gerade mit der Seilwinde und so. Und dann wäre das eigentlich ideal. Bündelgerät wollte ich eigentlich auch noch bauen. Ja, muss ich mal schauen, ob das noch dazukommt. Zeitlich, aber ich hoffe es eigentlich schon. Wir sind jetzt in der Ferie, also in der Winterferie und gehen halt die erste, zweite, gehen dann die letzte, zweite, so also in den Wald, das können wir eigentlich auch machen. So. Mal gucken, ob wir es schon auf dem Video sehen. Zeige ich mal noch schon die Pfütze auf dem Acker da. Die Überflutung. Nee, ist kein Biber, seht ihr, das ist wirklich Regenwasser, was da steht. Ja, ich verlinke euch wie immer rechts. Ich weiß es mittlerweile, rechts ist nicht mehr links. Ich verlinke euch rechts unten das letzte Video auf dem Kanal. Oben rechts das neueste Video. Ansonsten sage ich eine schöne Woche. Danke fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.